Jo, was geht ab, Leute? Team Wabbelt hier. Heute mit einem Deckprofil von dem hier. Dennis. Ja, also ich bin BA, ein Tourguide, drei Graf, drei Scout, drei Sia, Standards. Ein Rubik, ein Fafa, dann einmal ein Stacker. Wieso spielst du den? Ja, ich kann so Kombos ermöglichen. Ich will halt First Turn meistens die Ritual Spell in den und dann im zweiten Turn so am besten Fire Deck oder dem Video mit Traveler suchen. Mhm. Ja, hey, einmal und ein Baba. Ey, Tuan, da hat zwei Backtrack, der Holly Edge. Der ist auch wegen dem Stacker, weil der Stacker kann ja auch die Traps eben aufs Deck tun und dann mit ihm kann ich sie dann sofort setzen. Dann die Spells, ein Raikiki, ein Foolish und einmal ein Roter Nebel. Ja, und jetzt kommt die Angels gut und weil die haben sehr viele aus dem Deck jetzt mal rausgehauen, weil die einfach nicht mehr zurückkamen. Sei nur da, du kannst halt, wenn du beide kannst, schon mal Treffer suchen, auf deinen kannst du halt immer suchen und wenn du sie einmal hast, dann reicht's auch. Dann zwei Kammerschatz, ein neuer Geeky Brain, Divine Ride, zwei Mind Crush wegen Neckrots, was auch gegen Cosmo. Die jetzigen Mitte. Zwei Fire Lake, zwei Traveler. Dann zwei Mirror Force. Ja, die Leute laufen halt rein, deswegen ist gut. Zwei Dragview, zwei Team Briefing, Warning, Emptiness und Crush Cut. Ich bist du auch mal in die Crush Cut? Ja, aber ist halt nicht mehr so gut wegen ganzen Clowns. Ansonsten kommt nicht nur wegen Clowns, auch Shadow zum Beispiel. Cosmo auch nicht so gut. Ja, ich wahrscheinlich lieber an Zeit. Extra Deck. Drei Dante. Ein Alucard. Ein Levia wegen Baba. Okay. Engineer. Zenlanes. Trash Levia. Wie oft kriegst du den raus? Ja, eher selten. Also holt man eher, wenn man keine Traps hat, kann man den rausholen und der bietet trotzdem Defense. Ja. Meistens, wenn man Traveler gemacht hat und man so ein Monster hat, kann man den raushauen. Okay. Nightmare Shark, Acid Golem, zwei Downards, F-Zero, dann ein Virgil. Ja. Und ein Camera Tag, weil ich im Side-Tag so Cyber Dragon Engine spiele. Okay. Dann Sides, dann Majestic Fiend, ein Vanity Fiend. Majestic Fiend ist meistens besser, den braucht man eigentlich kaum. Meistens ist es eben auch. Zwei Puppet Plan für Mirror Match und gegen Neckbots, wenn sie bei Pyrus liegen lassen. Cyber Dragon und Cyber Dragon Core. Man kann den Grave banishen, wenn man keine Mobs hat, den Gegner schon. Kann man ihn specialen und ist halt ein leichtes Tower Out. Und er ist ja auch im Feld auch Cyber Dragon. Eben, also wenn man einen von ihnen hat, hat man einen Tower Out. Aber es ist auch gut, den Cosmo die großen Monster loszuwerden. Man triggert die Effekte auch nicht. Okay. Dann zwei Defusion wegen Shadow, drei Space und zwei Mystic. Sehr gut, schönes Deck. Ist ja gut damit gekommen, ne? Ja.